Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Ich möchte heute einmal zusammen mit euch in die My Little Box für den Monat April reinschauen. Die hat mich erreicht und ja, ihr habt es eben schon im Thumbnail gesehen, wir haben wieder bunte Produkte hier drinne. Kurz aber, bevor wir uns das alles im Detail einmal anschauen, ich bezahle 24,80 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, für die My Little Box. Normalerweise kostet sie ja 19,90 Euro im monatlichen Abo. Ist übrigens flexibel, könnt ihr jederzeit kündigen, wenn ihr keine Lust mehr drauf habt. Aber ich bezahle ja immer diese 4,95 Euro oder 4,90 Euro, I don't know, ich glaube 4,90 Euro sind es, für dieses My Little Extra, also dieses Le Extra, wo ich alle zwei Monate ein extra Produkt dazu bekomme. Und halt in dem anderen Monat, wo es eben kein extra Produkt gibt, gibt es halt irgendwie einen Gutscheincode per E-Mail. Genau. So viel dazu. Und ich bin mal gespannt, was wir diesen Monat hier als Le Extra drinne haben. Zuallererst, ja, dieser Karton hier, den habe ich schon einmal aufgewurstelt. Und ich finde es halt immer total süß. My Little Box, ja, gibt sich immer total viel Mühe. Das wisst ihr ja schon von meinen vorherigen Videos. Wir haben in der Regel immer drei Beauty-Produkte dabei und zwei Lifestyle-Produkte. Ich finde es halt in letzter Zeit ein bisschen schade. Also klar, ich habe auch hier My Little Box abonniert bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Und da wird mal relativ früh schon gespoilert. Und zwar bevor man eigentlich die Box hat. Also ich weiß schon so ungefähr, was mich diesen Monat hier erwartet. Aber ich wollte es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, euch das jetzt hier einmal zu zeigen. So, aber jetzt erstmal hier zu dem Karton. Ich finde es halt total süß. Also die lassen sich hier immer, wir haben ja immer die Beutelchen, wo die Produkte drin sind. Und dieses Muster, sag ich mal, das Design ist auch ja, ähnlich wie immer zu dem Karton. Also das spiegelt sich halt immer so durch die ganzen Produkte einmal durch. Vor allem eben durch die Lifestyle-Produkte. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es ja eben schon mal gezeigt, wir haben jetzt hier so Blumenpunkte, würde ich mal sagen. Es sieht auf jeden Fall schon total frühlingshaft aus. Und diesbezüglich steht nämlich auch hier noch was drin und das lese ich euch jetzt gerade einmal vor. Der Frühling ist da und er bringt Blumen, endlich Sonntage und bunte Outfits. Du kannst Wollmäntel und Handschuhe in den Schrank verbannen und endlich sind deine Lieblings-Trenchcoat, die Jeansjacke oder der Ringelpulli warm genug. Dein bester Buddy beim Start in den Frühling ist unsere 4-in-1-Tasche. Die passt zu allem, also hier wird man schon ein bisschen gespoilert, egal ob du Team Streifen oder Team Punkt bist. Ob du sie über der Schulter oder in der Hand tragen möchtest und alles fürs erste Frühlingspicknick passt auch rein. Also genieß den Frühling im stylischen Outfit und in allerbester Begleitung. Time to blossom. Und ja, wir schauen uns gleich mal zuerst die Tasche an, weil wie gesagt, das war jetzt das Größte, was hier dabei ist. So sieht sie einmal aus. Und ja, hier steht drauf, Le Recto Verso. Steht sie auch auf Deutsch? Nein, nur auf doch hier am Ende. Erst nur auf Französisch, jetzt haben wir es hier auf Deutsch auch. Gestreifte, wendbare Tote Bag. Diese Tote Bag aus recycelter Baumwolle ist nicht nur wunderschön, sondern auch noch wendbar. So passt sie zu all deinen Outfits, Mode und Wünschen. Moods und Wünsche. Wie komme ich jetzt auf Mode? Also ich habe es jetzt hier schon wieder mit dem Lesen. Ich zeige euch die jetzt mal. Genau, so sieht sie einmal aus. Sie ist auch relativ stabil, fühlt die sich an. Also, ich weiß nicht, so, ne? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und genau, ist halt so eine Baumwolltasche. Recyceltes Baumwoll finde ich gar nicht schlecht. Und ich stülpe die jetzt hier gerade einmal parallel um, während ich jetzt sie erzähle, um sie euch einfach noch einmal zu zeigen von der anderen Seite. So, genau, was ist halt wie gesagt so eine wendbare Tasche? Finde ich persönlich überhaupt nicht schlecht. Wenn einem das eine Muster nicht gefällt, kann man sich natürlich für das andere Muster entscheiden. Und mir gefällt die richtig gut. So sieht sie nämlich dann von der anderen Seite aus. Ne? Passend wieder zu dem Karton, wie ich euch eben schon gesagt habe. Und ich kann es mir jetzt nicht ehrlich gesagt zum Einkaufen vorstellen. Ich könnte es mir jetzt auch einfach vorstellen, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind oder halt übers Wochenende mal bei Freunden unterwegs und wir wissen, dass wir dort übernachten werden. Dass wir da einfach unsere 7 Sachen reinpacken. Das mache ich nämlich übrigens auch so mit der anderen Tasche, die jetzt hier noch von letzter Woche steht. Ja, das ist diese wendbare Tasche von der Sommerbox letzten Jahr. Diese blau-weiße Tasche. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht auch hattet oder ob die euch bekannt vorkommt. Und da packe ich immer unsere Sachen rein. Wie gesagt, wenn wir jetzt am Wochenende unterwegs sind zum Campen oder bei Freunden oder sowas, ist super. Also da passt alles rein. Die Katze legt sich auch übrigens immer total gerne da drauf. Ich weiß auch nicht, was sie da hat. Ist halt immer, ja, dann hängen halt die ganzen Haare da drauf. Aber gut, kann man ja auch alles runter machen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ihr seht also, die Katze von uns, die Lilly, mag auch diese ganze My Little Produkte. So,
Das war übrigens jetzt das erste Accessoire und wir haben ja immer, wie gesagt, zwei drinne. Hier ist das nächste dabei und spiegelt sich jetzt auch, wie gesagt, hier wieder halt dieses Muster von dem Karton. Und wir haben hier ein, oh, hier versteckt sich noch eine Nachricht, sehe ich gerade, ein Notizbuch. Das ist ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich nutze so Notizbücher, das seht ihr jetzt halt hier, ne? Kann man hier entweder das Tagebuch benutzen, weil man hier oben ein Datum eintragen kann. Oder halt einfach mal auf Linien irgendwas draufschreiben. Ich benutze sowas immer total gerne, um meine Einkaufsliste zu schreiben. So, also von daher auch nützliches Produkt auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier hatten wir jetzt so einen Flyer. Polar X My Little Box, Polar Lights und Polar Lips. Wie Schnee, der in der Sonne glitzert, verleiht der zartrote Lippenbalsam Laponie deinen Lippen zauberhaften Glanz. Ich glaube, jetzt werden wir schon ein bisschen gespoilert für das Beauty-Produkt. Die einzigartige Zusammensetzung dieses Balsams mit drei arktischen Beeren schützt und färbt deine Lippen sanft, ohne zu fetten oder zu kleben. Seit 2005 hat die Brand Polar eine Mission, die Schönheit der Arktis zu schützen und zu erhalten und gleichzeitig innovative, natürliche, cleane und in Frankreich hergestellte Produkte anzubieten. Da sind wir gerne dabei, siehst du vor dem Fenster schon die Nordlichter glitzern. Und dann mal halt hier noch so ein Polar, so ein QR-Code. Und alle, die mich kennen von meinen aufgebrauchten Videos, ich liebe die Polar-Produkte. Also wirklich, ich mag die auch total gerne. Freue mich immer, wenn wir Polar-Produkte drin haben. Und ich bin mal gespannt, was sich jetzt hier drin im Säckchen befindet. Und ich suche mir da jetzt direkt mal das Polar-Produkt raus. Muss aber hier ein bisschen rumkruscheln. Und zwar haben wir es hier, ne? So ein kleines Lippenprodukt. Steht ja als alles auf Französisch, auf jeden Fall Tinted hin, steht es auch auf Englisch. Ich mache das jetzt mal auf, weil es wird definitiv bei mir bleiben. Wie gesagt, ich liebe die Polar-Produkte. So, ich drücke jetzt hier mal ein bisschen was raus. So sieht es dann einmal aus. Ne, auch so ein roter Ton. Ich trage mir das jetzt hier. Ne, ich habe Lippenstift drauf, da passt es nicht. Ich mache es mir mal gerade auf den Finger. Riech mal dran. Gut, viel Duft hat er jetzt nicht. Ich kann euch das jetzt nochmal gerade hier zeigen auf dem Finger. So sieht es auf jeden Fall aus. Und geswatcht auf der Hand. Dann so. Genau, der wird definitiv bei mir bleiben. Wie gesagt, ich liebe die Polar-Produkte. Da gibt es irgend so ein Serum, was ich mir genommen habe. Das hat mir echt meine Haut gerettet, als sie relativ schlecht war. Das ist echt super. Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn wir Polar-Produkte irgendwo drin haben. Deswegen hier früher freue ich mich auch definitiv. Dann mache ich weiter mit einem nächsten Produkt. Und zwar haben wir hier Le Secret de Loli Cream Conditioner. Einen Conditioner. Von der Marke hatten wir auch schon mal das ein oder andere Produkt in der My Little Box drinne. Ich persönlich komme dem Produkt nicht ganz so klar. Also es hat, ja, meine Haare haben das nicht so gemocht. Deswegen lasse ich das hier einmal zu. Und ich kann mir vorstellen, ich gebe das einfach mal weiter in der Verlosung oder in einem Tauschpaket. Ist halt schade, wenn ich es jetzt aufreiße und ich habe dann wieder meine Probleme mit dem Conditioner. Deswegen, das lasse ich einmal zu. Ist aber wohl so eine natürliche Marke, genau, 98,9% natürlichem Ursprungs, recycelbare Verpackung und vegan ist es auch. Und 0% Silikone. Und übrigens, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, meine Haare brauchen immer so ein bisschen Silikone. Deswegen, wie gesagt, ich lasse das jetzt noch einmal zu. Und dann habe ich hier noch was von der My Little Box, von My Little Box Beauty, also von der Eigenmarke. Die haben ja auch so Beauty-Produkte. I really care about you. Wir haben hier einen Reinigungsschaum für das Gesicht, 99% natürlichen Ursprungs und 125 Milliliter. Ja, so ein Reinigungsschaum kann ich auch definitiv immer gebrauchen. Ich hatte ja damals irgendwann wirklich schlechte Haut und habe mir dann mal den Reinigungsschaum von Rossmann gekauft. Den kann ich auch echt empfehlen. Der hat meine Haut wirklich auch gerettet, ähnlich jetzt wie die Polar-Produkte. Und ja, so ein Reinigungsschaum, wie gesagt, ich nutze sowas auch total gerne. Ich habe auch feststellen müssen, dass ich in meinem Backup zwar viele Produkte habe, allerdings nicht mehr so viele Reinigungsprodukte fürs Gesicht. Deswegen optimal, dass ich das jetzt hier einmal drin habe. Und jetzt habe ich hier in dem Säckchen noch ein Produkt und das wird es mal Le Extra sein. Oder das Le Extra. Und zwar von Caudalie Paris. Moisturizing Sorbet, Organic Grape Water, Chamomile und Antioxidants Polyphenols, was auch immer das ist. 40 Milliliter. Das sieht mal aus nach einer Creme. Jetzt, ja, eine Gesichtscreme. Ich schau mal gleich, was das hier ist. Steht hier drauf: Apply, also morgens und abends aufs Gesicht und auf den Hals auftragen. Kann man natürlich alleine auftragen oder nachdem man ein Serum aufgetragen hat. Ja. An sich nicht schlecht. Ich lasse das noch einmal zu, weil ich jetzt aktuell das ein oder andere Produkt einfach ja, offen habe. Und ich will halt nicht immer so viele Sachen gleichzeitig mehr aufmachen. Es bringt ja auch keinem irgendwas. Und ich schaue mal gerade.
Ja, ist auf jeden Fall Hydration steht hier neben drauf, aber so auf Deutsch steht hier nichts mehr drauf, gell? Nö. Ist auf jeden Fall Moisturizing, Soothing und Antioxidant. Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Finde ich auch für mal extra nicht ganz so schlecht. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und ja, das waren jetzt übrigens schon die Produkte aus der Manila-Box. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz, ganz schnell und sage euch dann einfach mein Fazit zu der Box. Wie gesagt, wir haben ja einmal dieses Säckchen und in dem Säckchen waren nachfolgende Beauty-Produkte drin. Von Caudalie, wie gesagt, dieses Le Extra, das wird nicht jeder in seiner Box drin haben, nur halt die Le Extra Abonnenten. Dann My Little Beauty, diesen Reinigungsschaum, der wird definitiv bei mir bleiben, finde ich super. Dann Polar, eine tolle Lippenpflege, freue ich mich auch drüber, die zu benutzen. Und noch ein Conditioner von Les Scènes de Loli. Wie gesagt, den werde ich mal weitergeben, weil ich mit diesem Produkt noch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Dann haben wir noch als Accessoire ein Notizbuch, kann man definitiv auch immer gebrauchen. Und was ich richtig gut finde, hier diese mega große Tasche, wendbare Tasche, wie gesagt, einmal so und halt einmal in dem Streifendesign. Genau, ihr Lieben. Also ich muss sagen, dieses Mal finde ich die Box wieder richtig, richtig gut. Letzten Monat hat sie mir ja auch so nicht so gut gefallen, weil ich es halt so schade finde, dass sie teilweise Produkte anteasern und die dann unterschiedlich von den Boxen sind. Das habe ich euch ja letzten Monat auch schon gesagt. Ich glaube aber, diesen Monat hat jeder die Produkte drinne. Lasst es mich super gerne mal wissen, wenn ihr die Manila Box im Abo habt, ob da jetzt wieder die Produkte ein bisschen abweichend waren oder ob ihr dieselben Produkte drinne habt. Das interessiert mich einfach mal. Wie gesagt, ja, ich freue mich natürlich auf euer Feedback. Mir hat die Box diesen Monat wieder richtig gut gefallen. Nützliche Produkte sind hier auf jeden Fall drinne gewesen. Und ja, ich bin mal gespannt, mit was uns die Manila Box dann im Monat Mai wieder ja, überraschen wird. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch immer, ihr lasst mir ein Däumchen nach oben da natürlich, wenn es euch gefallen hat. Einen netten Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Und da würde ich sagen, das war's jetzt einmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald. Tschüss.